Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen, in der Zwischenzeit ist aber einiges passiert. War nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, sagen wir mal so. Ich habe letztens auch schon wieder einen Kommentar bekommen, ey, wie siehst du eigentlich wieder aus? Ich bin selbsternannter Trendsetter. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Sekt Plus Community. Willkommen auf unserem Kanal. Heute mit mir Armin Paar in Berlin zurück. Heute in einem anderen Gym, und zwar im Fit One. Danke, dass wir hier sein dürfen. Es gibt ein gewohntes Rückentraining von mir. Und zwar meine Schwachstelle, die wird zweimal die Woche trainiert. Ich nehme euch einfach mit, zeige euch, wie das Ganze aussieht, erzähle ein bisschen drumherum, weil der letzte Dreh ist schon etwas her. Deswegen seid gespannt und habt viel Spaß. Wir steigen mit einem ganz entspannten Warm-up an, und zwar hier an einem Latzug. Wir haben den Rücken auf, pumpen ein bisschen Blut rein. Genau die Stelle, die wir anvisieren wollen später, für ein besseres Gefühl, für eine bessere Durchblutung. Wir machen jetzt hier 4 Sätze, 15 bis 20 Wiederholungen, und dann geht das richtige Training. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen, in der Zwischenzeit ist aber einiges passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wenn ihr Eldem, mir oder Alex folgt, habt ihr es wahrscheinlich gesehen. Wir waren in der Türkei. Es gab einen kurzen Ausflug. Wirklich kurz. Der war geplant eigentlich länger, aber wir sind kürzer geblieben. War nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, sagen wir mal so. Aber es war trotzdem eine Erfahrung wert. War geil, wir haben so einen frischen Wind reinbekommen. Bisschen einen Tapetenwechsel gehabt. Andere Gyms gesehen, die bei weitem nicht so sind wie hier übrigens. Aber wie gesagt, ist trotzdem schön gewesen. Jetzt sind wir wieder zurück, und ich freue mich, ehrlich gesagt, wieder in meinem Umfeld zu sein, abliefern zu können, weil Bodybuilder, Gewohnheitsmenschen. Seit unserem letzten Treffen ist übrigens auch noch einiges passiert. Ich sehe ein bisschen anders aus. Mein Gesicht ist wieder zugequollen. Habe letztens auch schon wieder einen Kommentar bekommen. Ey, wie siehst du eigentlich wieder aus? Was soll ich machen, Leute? Off-Season, Bodybuilding, viele Kohlenhydrate. Ein bisschen gecheatet hier und da, man muss ehrlich sein. Dann sieht man natürlich so aus. Mir gefällt es auch nicht, aber it's part of the game. Deswegen irgendwo normal. Aber ich bin auch froh, wenn die Diät wieder losgeht. Jetzt kommen wir zum Eingemachten. Die erste richtige Übung, die auf dem Plan steht, das war ja eine Warm-up. Überzüge am Kabelturm. Ihr könnt den Griff gerne variieren, das ist egal, je nachdem, was ihr besser spürt. Es gibt mehrere Optionen. Ihr könnt das Seil benutzen, ganz klassisch. Ansonsten den engen Griff, eine leichte schräge Körperspannung und dann schön zur Hüfte ziehen, schön in Dehnung gehen, kompletten Radius nutzen und nicht schwingen. Ist eigentlich relativ easy. Ist auch eine gute Übung zur Vorermüdung, Isolationsübung, um den Lat etwas besser anzusteuern. Ihr merkt, ich fange mit den Lat-Übungen an, weil das meine Problemzone ist. Ich die noch verbessern muss im Vergleich zu den restlichen Körperpartien. Deswegen wird der Fokus im Training erstmal darauf gelegt. Darf nicht fehlen. Und zwar mein Intro-Workout. Das besteht nämlich aus 15 Gramm EAs, heute im Geschmack Gurke Holunder. Ich habe meine EAs heute vergessen, deswegen muss ich von Danny ein bisschen was schnorren. Und das ist übrigens der Lieblingsgeschmack von Matthias. Singer Durchfall. Zieht. Erste Grundübung, Theberrudern. Wie ihr seht, arbeite gern sauber, ohne Schwung, kontrolliert und sauber wie möglich, weil bei Schwachstellen ist mir aufgefallen, bringt das ganze Gebounce, Rumgeschleuder und Abfälschen gar nicht. Kann sein, dass es manche Leute da draußen gibt mit einer krassen Genetik, die davon profitieren und wirklich trainieren können, wie sie wollen. Bei den meisten aber wird es nicht funktionieren, vor allem nicht bei Schwachstellen. Da müsst ihr euch darauf konzentrieren, auf das Gefühl gehen und dann nach und nach darauf hoffen und hinausarbeiten, dass eure Kraft stärkt.
bevor die ganzen Hate-Kommentare kommen. Ja, ich ziehe 11er Jordan zum Training an. Und ja, die sehen so aus, als hätte ich damit Fußball gespielt. Sorry, not sorry. Aber Schuhe sind zum Tragen da. Ach, ein Side-Message nebenbei. Ich bin selbsternannter Trendsetter. Ihr dürft auch im Gym gut aussehen. Deswegen holt euch das neue T-Shirt von Zac Plus. Und geile Jordan. Wie ist eigentlich der aktuelle Stand bei mir? Das fragen sich wahrscheinlich viele da draußen. Ich bin weiterhin im Aufbau. Mittlerweile schon seit 6 Monaten ungefähr. Es gab zwischendurch eine kleine Änderung. Ich habe meinen Coach gewechselt. Das habe ich aber auch auf Instagram bekannt gegeben. Wer mir da folgt, wird es mitbekommen haben. Auf jeden Fall bin ich jetzt in der Offseason und die geht noch etwas weiter. Mein Coach, den habe ich letzte Woche Mittwoch ein Update gegeben. Und es hieß, wir müssen auf 105 bis 106 Kilo hoch. Dann fangen wir ungefähr die Vorbereitung an. Das wäre dann mein 12. Wettkampf, den wir anvisieren. Diesmal auch wieder in der Bodybuilding-Klasse. Ich komme ja ursprünglich aus der Classic Physik. Und wir peilen die maximal 90 Kilo Klasse an. Deswegen mit 105 in die Vorbereitung zu gehen, dann so 15, 16 Kilo abzuschmeißen und direkt an der Grenze zu landen, wäre optimal. Das ist unser Ziel. Deswegen müssen wir noch so ein paar Monate aufbauen. Ich denke mal bis zum Ende des Jahres und dann geht die Prep los. Und dann suchen wir uns zeitnah ein paar Wettkämpfe raus. Dazu werden höchstwahrscheinlich auch noch auf diesem Kanal ein paar Videos kommen. Wir haben vor, das Ganze für euch abzufilmen, damit ihr mal seht, wie so eine Wettkampfsaison aussieht, wie so eine Vorbereitung aussieht, wie es vor Ort abläuft. Also ihr dürft gerne gespannt sein. Dafür auch diesen Kanal abonnieren, jetzt schon mal liken, Kommentar da lassen. Auch für die nächsten Videos, was ihr gerne sehen möchtet, was ihr nicht sehen möchtet, ob ihr uns feiert, ob ihr uns nicht feiert, alles reinschreiben. Da werden wir wieder. Die dritte Übung, dazu von oben im Untergriff. Das ist eine ganz geile Maschine. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich in diesem Fitnessstudio überhaupt angemeldet bin. Als Leistungssportler bzw. Bodybuilder, der auf die Bühne geht und jedes Prozent irgendwo in Anspruch nimmt, wenn es einem hilft, besser zu werden, der guckt auch auf die Geräte. Hier gibt es die ganze Ausstattung von Hammerstrength. Die feiere ich persönlich am meisten und die ist für mich wichtig, weil, wie gesagt, dieses Gerät stand auf dem Plan. Das wollte ich nicht vermissen, deswegen habe ich mich angemeldet. Und das ist jetzt die vierte Übung. Die mache ich unilateral, das bedeutet einarmig. Schön in die Dehnung und komplett wieder runter in die Kontraktion. Der Zug geschieht aus dem Ellenbogen Richtung Hüfte. Und so solltet ihr am besten euren Lat treffen. Und falls es genauso wie meine Schwachstelle bei euch ist, dann wird diese Übung einiges verändern. Die hat übrigens Dorian Yates damals auch gemacht. Deswegen muss es was heißen. Ich sage euch ehrlich, ich bin echt Matsche. 4 Übungen gemacht, ich bin durch. Es ist aber auch 12 Uhr, ich habe gerade mal einmal gegessen. Ist gar nicht meine Zeit, gar nicht meine Umstände, aber für euch machen wir eine Ausnahme. Ich bin dieser typische Bodybuilder. Aufstehen, Cardio machen, 3-4 Mal essen und dann ins Training gehen. Da habe ich die meiste Leistung. Aber ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wann ihr gerne ins Training geht. Seid ihr eher die Leute, die direkt nach dem Aufstehen gehen, eine Mahlzeit drin, oder später am Abend nach mehreren Mahlzeiten? Das ist jetzt übrigens die erste Übung für den oberen Rücken, und zwar Low Row, auch an der Maschine. Könnt ihr aber auch gerne an den Kurzhanteln machen, aber da drüben ist mir gerade zu viel los. Der Bewegungsablauf ist eigentlich derselbe. Ihr habt eine Bewegung im oberen Bereich der Brust, geht mit den Ellbogen nach oben und kontrahiert den oberen Rücken. Weil wir den Lat jetzt komplett bearbeitet haben, kümmern wir uns um den oberen Rücken. Der Rücken hat ja mehrere Bereiche, deswegen je nach Stärke und Schwäche, dementsprechend auch das Training gestalten. Fasche hat mich gerade gefragt, warum sich ein Coach einen Coach sucht. Ich erkläre mal meine Sicht. Ich finde, dass in diesem Sport die Objektivität irgendwann flöten geht. Ich habe auch schon mehrere Wettkämpfe alleine gemacht. Die waren semi-erfolgreich. Das Ding ist, je weiter die Diät fortschreitet, desto schwieriger wird es. Man hat weniger Energie, man hat weniger Lust und wie gesagt, diese Objektivität, die geht einfach irgendwann verloren. Und dann fangt ihr einfach zu hektisch oder frühzeitig Entscheidungen zu treffen, die gar nicht notwendig sind. Und eine andere Perspektive, eine objektive Perspektive von einem Coach ist immer besser. Der beurteilt das für euch
entscheidet dann, was richtig oder falsch ist und ihr führt nur aus. Ihr habt weniger Stress, es läuft weniger schief und das Endergebnis ist meistens auch besser. Das ist zumindest meine Erfahrung über die Jahre. Ich habe jetzt schon mittlerweile 11 Wettkämpfe gemacht und ich kann sagen, die Wettkämpfe mit Coach waren wesentlich besser als die ohne Coach. Und deswegen rate ich das auch jedem, weil der Athlet sollte am Ende des Tages Athlet sein. Du willst nicht gleichzeitig zwei Positionen ausführen. Lass den Coach die Arbeit machen und du als Athlet mach einfach deine Arbeit, liefer ab und warte auf das Ergebnis und das Feedback vom Coach und der richtet dich dann. Es gibt ja fast in jeder Sportart einen Coach. Ich meine, beim Fußball, beim Basketball, jedes Team hat einen Coach. So. Und anscheinend gibt es dafür eine Berechtigung. Abschluss des Trainings, hier eine Übung für den Trapez, Rudern an der Maschine im Obergriff, die Ellbogen schön nach außen, im oberen Bereich reinziehen, so dass ihr die Mitte trefft. Dann habt ihr auch alle Bereiche des Rückens abgeklärt, abgedeckt und solltet im Idealfall nach diesen 5 Übungen durch sein. So wie ich. Ich bin durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr konntet was mitnehmen. Ich habe euch die ein oder andere Technik, glaube ich, erklärt. Der Wiederholungsbereich ist eigentlich relativ gleich. Wir arbeiten immer mit hohem Volumen, 3 bis 4 Sätze, 10 bis 12 Wiederholungen. Es gibt ja mehrere Varianten. Man kann mit Intensitätstechniken arbeiten, man kann mit hohem Volumen arbeiten, man kann im HIIT-Prinzip arbeiten, man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. Es ist aber alles individuell. Für mich wurde das so ausgewählt vom Coach, deswegen setze ich das jetzt genauso um. Gucke, wie es funktioniert. Die Erfolge lassen sich eigentlich sehen. Also wir kommen voran. Ich denke mal, das ist nicht ganz verkehrt. Es liegt aber auch am Athleten, muss man immer wieder sagen. Ne? Der Erfolg des Coaches ist immer anhand der Arbeit des Athleten zu bemessen. Und ich versuche mein Bestes zu geben, das umzusetzen. Ich hoffe, ihr tut das auch. Kauft weiterhin bei SEC Plus ein, unterstützt uns, unterstützt solche Projekte. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr noch des Weiteren sehen wollt. Das war es jetzt noch nicht von uns. Das ist Video Nummer 1. Weitere werden folgen. Jamal war gestern dran, heute bin ich dran. Die nächsten Tage kommt noch weiterer Content auf euch zu. Aber wenn ihr noch Ideen habt, Wünsche habt, äußert sie gerne. Abonniert diesen Kanal, lasst einen Daumen da, folgt mir auf Instagram und ich bin raus. Dankeschön.